Brumm Brumm, GTA 5, wieder im Video. Dieses Mal kümmern wir uns um den Vergleich PS3 gegen 360-Version. PC ist ja bekanntermaßen leider noch nicht in Sicht. Zuerst mal kümmern wir uns um die Installation. Auf beiden Konsolen muss man installieren. Auf der PS3 ein bisschen mehr, deshalb dauert es auch ein bisschen länger. Xbox 360 ist nach knapp 16 Minuten, also 15 Minuten 40 rum. Und PS3 dauert 16 Minuten 20, ist auch einmalig, insofern nicht so schlimm. Ladezeiten finde ich dann schon deutlicher irgendwie. PS3 nach 1,56 gestoppt, handgestoppt von mir. Und 360 nach 2 Minuten 22 fängt das Spiel an. Your son, James. He's a good kid. Hier sehen wir jetzt eine Vergleichsszene aus dem Vorspann. Und Peter, du siehst sofort was? Why? Die sind nicht gleich. Warum hat er ein anderes T-Shirt an? Genau, das ist eine der coolen Sachen von GTA 5, dass man, wenn man seinen Charakter geändert hat und wieder zurückspringt in alte Missionen oder in alte Zwischensequenzen, dass er dann auch die neuen Klamotten anhat. Ist ziemlich geil. Ansonsten, unabhängig von Farbunterschieden, gibt es vor allem einen eklatanten. Das sind die Palmen. So blöd es klingt. Oben rechts sieht man es gerade ganz gut. Die Palmen sind sehr detailliert dargestellt. Auf der PS3-Version wiederum ist es alles so ein bisschen matschiger. Ich komme gleich nochmal dazu. Es gibt noch mehr Palmen im Vorspann schon, wo man das sehr deutlich erkennt. Denn ansonsten ist die Optik, was Weitsicht und so Pop-ups und so Geschichten angeht, auch was die Bildrate angeht, sehr, sehr gleich. Hier sieht man es jetzt dann gleich ein bisschen besser. Wenn man mal näher rangeht, 360-Version sieht man die Palmenblätter ganz genau eigentlich einzeln und bei der PS3 ist es so ein bisschen so ein grüner Matsch letztendlich. Das ist die erste Mission im Spiel, wo man im Auto rumfährt. Auch hier erkennt man, dass das Spiel selbst bis auf dieses Geskriptete hier, wo der drüber fährt und so, alles komplett identisch ist. Außer eben, dass farblich so dezente Unterschiede bestehen. Zum Beispiel, wenn man diese Spezialfähigkeit aktiviert, ist das alles ein bisschen auf der 360 ein bisschen knalliger, bunter und so. Letztendlich Geschmackssache und ich glaube, wenn man die Glotze ein bisschen umstellt, dann kriegt man es auch manuell noch hin, dass es gleich aussieht. Was ich aber sehr erstaunlich finde, ist der Boden. Und der ist überall auf der 360 deutlich unschärfer. Wir zeigen jetzt mal hier die PS3-Version von nahem. Da sieht man, das ist eigentlich echt eine ordentliche Textur, finde ich, für den Boden. Und bei der 360 an der fast gleichen Stelle ist das hier so. Und da sieht man alles so ein bisschen unscharf. Und man kann auch ewig lang warten, es lädt nichts mehr nach. Dafür aber die Spiegelung auf der PS3 nicht so schön wie auf der 360. Die sind auf beiden runtergerechnet. Hier sieht man die PS3-Version, das ist schon ziemlich abgehackt und eklig und auf der 360 ist es so ein bisschen besser. Ansonsten kann man aber nur dabei bleiben, GTA 5 muss man gespielt haben, egal auf welcher Konsole und auf dem PC wird es dann noch besser aussehen.